Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 1, Monat 1 und liebe Leute, willkommen in unserem zweiten Jahr in Portia. Oh mein Gott, wir haben unser erstes Jahr durchgezogen und was ist einfach bitte alles in diesem Jahr passiert? Wahnsinn. Und ich glaube, das nächste Jahr wird noch viel mehr Abenteuer für uns bereithalten. Wir gehen los. Sobald du genügend Reliktteile gesammelt hast, kannst du sie mit der Wiederherstellungsmaschine im Forschungszentrum wieder zusammenbauen. Das passiert bei uns wahrscheinlich im Jahr 6. Oder 8. Oder 10. Oder niemals. Dana, ehemaliger Bauer, ein enthusiastischer Unternehmer. Hallo, guten Morgen. Ich glaube, dass wir uns noch nicht kennen. Ich bin Dana. Ich besitze einen kleinen Bauernhof, etwas weiter die Straße runter. Aber egal, ich führe eine Umfrage unter den Geschäftsinhabern der Stadt durch, um herauszufinden, ob sie Erzlieferungen benötigen. Ich denke darüber nach, den Betrieb in der Nähe von der alten Inkelmine aufzunehmen, falls die Nachfrage groß genug ist. Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir nicht mehr in die Mine und ständig kloppen. Alles klar, danke für deine Zeit. Ich werde dich benachrichtigen, falls es losgeht. Ach, krass, ich glaube, das habt ihr schon mal erwähnt, dass da die Mine bald kommt. Ingels Mine, Moment, das war doch... Ja, hier hinten, genau, da sind wir doch mal runtergefahren. Und da war ja noch nicht wirklich was los. Ja, cool. Und guck mal, neues Jahr. Kürbisprinzessin geht weiter. Ein Ritter in verstaubter Kleidung. Und was geht hier los? Niederlassen. Wie? Wir sind doch schon absolut niedergelassen. Eieieiei. Hier ist was los. Ah, genau. Da müssen wir noch den Aufzug bauen. Uff. Es passieren Dinge. Viele, viele Dinge passieren. So, Heißluftballon. 2 von 3 müssen wir noch aufstellen. Ich meine, die haben wir letztens fertig gemacht. Da warten wir. Aufzug müssen wir installieren und den Langstreckenbus noch bauen. Okay, machen wir erstmal, dass wir die Ballons gleich wegbringen. Vorher natürlich hier unsere Routinearbeiten nicht vergessen. Post haben wir auch. Hey Handwerker, danke für deine Beiträge zum Forschungszentrum im Laufe des letzten Jahres. Die große Menge an Datendisk hat unser Forschungsprogramm zweifellos beschleunigt. Wir sind fest überzeugt, dass uns Technologie eine bessere Zukunft bringt. Daher werden wir weiterhin hart daran arbeiten. Hier sind ein paar Geschenke für deine Hilfe. Viel Spaß. Silikonchipset X1, Militärmotor, verdichtete Energiesteine, 5 Stück. Oha, ja, das ist ein nettes Geschenk, nehmen wir. Presley, Germanin, ich kann kaum glauben, dass du schon ein Jahr in Portia bist. Sieh dich an, du hast dieses Jahr so hart gearbeitet. Ich bin sicher, dass dein Vater sehr stolz auf dich ist, wenn er sieht, wie sehr du gewachsen bist. Hier ist ein Geschenk zur Feier deines ersten Jahres. Auf dass es noch viel mehrere Jahre werden. Ich wünsche dir und deiner Werkstatt alles Gute. Oh, und wo ist das Geschenk? Datendisk, Glückstruhe und 7000 Goals. Hey, herzlichen Glückwunsch. Du warst letzten Monat auf Platz 2 der Werkstättenrangliste. Du hast es fast auf den ersten Platz geschafft. Arbeite weiterhin so hart, dann schaffst du es auch bald an die Spitze. Hier ist deine Belohnung für den zweiten Platz. Wir halten! Und nochmal, Handelsgilde. Lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Genauso, wie es ein Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Noch mehr Energiesteine. Großartig. Härtungsflasche. Sehr schön. Das sind ja mal tolle Briefe gewesen. Viele Geschenke. Geschenke sind immer gut. Ja, und ich, Dödeldusi, hab halt den Portianern hier keine Geschenke gegeben. Ich schäme mich immer noch dafür. Aber danke euch für den Hinweis. Nächstes Jahr bin ich dann schlauer, dass ich zur Wintersonnenwende Geschenke dabei habe. Mann, schäme mich. So, was ist denn eigentlich jetzt hier gerade los? Gummireifen, Handbuch. Ich muss hier reingucken. Ich kann das hier immer besser sehen. Wenn es dann mal lädt. Blätter, Langstreckenbus, wo bist du? Bin noch nie auf die Idee gekommen, mal zu zählen. Lampe? Haben wir. Motor?
Im Besitz 11 Stück. Verbesserter Motor. Wo? Und hier steht auch, ich kann die auf dem Arbeitstisch... Nö. Gestärktes Glas brauchen wir noch. Achso, das ist für die Lampen. Stahlhülle. Einzelsitze. Gummireifen. Oh Mann, ey. Im Besitz 6. Ich habe hier aber nur 4. Ach, guck mal, wir können schon 2 hier hinbauen. Auch nicht schlecht, sind wir die los. Guck mal, können wir die doch bestimmt auch schon anbauen? Noch irgendwas zufällig in der Tasche, was wir hier brauchen? Den Motor eventuell? Stahlrahmen brauchen wir auch gleich für irgendwas. Ah, nö. Oh, wir könnten das hier mal öffnen. Benutzen. Eine Glücksruhe. Was haben wir da gekriegt? Was war das? Ein quadratischer Tisch. Den können wir in unser Zimmer stellen. Beziehungsweise in unser Haus. Wir haben ja schon, wir haben ein richtiges Haus. Wo ist der Tisch hin? Bin ich jetzt blind? Mein Tisch ist lost. Ja. Ach, da. Da ist er. Da. Natürlich. So, dann fehlen jetzt nur noch die Motoren. Stahlhüllen und Einzelsitze. Einzelsitze können wir 3 machen. Oh. Was fehlt denn dann? Holzbretter. Schweißstäbe. Ach, wo habe ich die denn noch gebaut? Wo habe ich denn... Wartet mal, war das hier? Schweißstäbe? Wo ich die denn noch? Ich bin überfragt. Am Ofen? Ja. Guck mal. Gut. Brauchen wir 50? 50 ist vielleicht gleich ein bisschen übertrieben. Machen wir mal die Hälfte. 25. So, und warum wird hier... Ach, Benzin ist aufgebraucht. Ups. Ups. Ja, natürlich. So kann man auch nicht arbeiten. Was erwarten wir eigentlich hier? Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Eisenbarren gehen auch langsam aus. Wir brechen hier mal ab und hauen mal ein paar Eisenbarren nach. So, da werden nochmal die Mukus gestreichelt. Oh ja, das gefällt dir, du kleines Puschelchen, ne? Eins ist groß. Es ist groß. Und es hat Hörnchen bekommen. Wir haben unser erstes großes Schäfchen. 100%. Oh, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte hier das Große. Du drängelst dich aber vor hier, du Kleines. Warte mal. Jetzt aber, ja, du großer, dicker Steinbock. Dich verkaufe ich gleich. Haha, ja, ja. Wie cool. Und der andere hatte auch schon 98% eben. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die Kühe, die brauchen ewig. Ich glaube, die Kühe haben irgendwie 1,8 oder so gebracht. Mal gucken, was der Steinbrock hier bringt. 1,2. Na gut. Ist jetzt nicht so... Aber er ist halt auch deutlich schneller fertig gewesen. Weiß ich nicht. Das muss ich nochmal... hier alles leeren und dann nochmal am selben Tag kaufen und beobachten. Jetzt ist die Frage, wir machen erstmal kurz die Tasche leer, alles aufsortieren, ja. Und ich möchte nochmal gucken, ob hier für die Stühle... Achso, nee, Leder war da, das war nicht das Problem, genau, Holzbretter fehlten. Und da die Schweißstäbe, gut. Dann ist es in Arbeit und wir Hübschen... Gehen jetzt mal in diese Richtung, gucken, was das mit der Kürbisprinzessin auf sich hat. Es sei denn, wir haben es jetzt natürlich schon wieder verpasst. Natürlich haben wir das getan. Verdammt. Zeit ist abgelaufen. Oh, wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann bringen wir jetzt erstmal die Ballons weg. Ballon, long, long, ballon, long, long. War ja der Plan, dass wir im Frühling eventuell die Ballonfahrt machen. Wie schön. Bei tollem Wetter. So muss das sein. Da lang. Ich habe schon den anderen Ballon gesehen. Ballon-ding-dong. Ballon-dong-ding. Dingel-dingel-ling-ling. Hüps. Hüps, 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 hüpse.
So, jetzt hängen die hier schon mal rum. Oh, guck mal, da hängt sogar ein Schild dran. Portia, das haben wir aber nicht gemacht. Aber cool. Very sweet. Und jetzt müssen wir bestimmt mit Gail quatschen. Was sagt denn unser Missionshandbuch? Ballonglücksfall. Finde Gail und rede mit Gail. Wieso finde? Wo ist der? Der ist doch, ihr guckt, da wohin gehört, würde ich gerade fast sagen. Gehen wir mal hin. Müssen wir doch mal so eine Haltestelle hier hinbauen. Oh Gott, das habe ich, glaube ich, schon vor 2 Folgen gesagt, wo wir noch überall Haltestellen hinbauen müssen. Aber wir lassen uns nicht stressen. Irgendwann kommen Tage, da ist unsere Montagestation frei und dann bauen wir die dahin. Wie sieht eigentlich gerade unser Geld aus? Oh, es fehlt immer noch so viel, um das Land zu erweitern. Katastrophe, Katastrophe. We need more money, money, money. In our Tash. Guck mal, Blümchen. Waren die schon immer da? Bestimmt waren die im letzten Frühjahr auch da. Wir haben sie nur nicht gesehen. Und jetzt waren sie voll geschneit. Und jetzt sind sie wieder da. Ach, wie schön. Es kehrt wieder Farbe in die Welt. Es ist Montag. Es ist Montag. Wir müssen einen neuen Handelsauftrag mitnehmen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehr geehrter Spieler, mein... Oh! So knapp war es nicht, oder? Sieh zu, wie ich nächstes Jahr wieder zur Nummer 1 werde. Er ist echt so ein Hoshi, ey. Ja, schön, haben wir das auch mal gemacht. Eine Siegerehrung. Sehr schön. Okay, Handelsauftrag, was machen wir denn hier? Langstreckenbus. Wir brauchen einen Langstreckenbus für die neue eröffnete Strecke von Portia nach Sandfels. Ja, den bauen wir doch gerade. Du kannst immer nur einen Auftrag. Ach so. Ach, den ich habe, das ist schon so einer. Oh, Mist. Jetzt habe ich einen. Ah, das wollte ich nicht. Warte mal. Ach so, wir können. Okay, geht nicht. Ich hatte gerade den Gedanken, dass man von dem A-Aufträgen immer nur einen kann, B-Aufträgen einen, C-Aufträgen einen. Aber das geht nicht, ne? Man kann immer wirklich nur einen. Oder? Oh Gott, ich bin verwirrt. Warum kriege ich denn immer solche verwirrten Gedanken? Ah! So, Gail, wo ist er? Hä? Ach, der läuft da oben noch rum. Der kommt bestimmt gerade erst zur Arbeit. Hier, 13.52 Uhr fängt der an. Nicht mal. Da macht er sich auf... Nicht mal, der sitzt zu Hause. Der Bursche. Wieso ist Mint hier? Hat der was mit denen hier am Laufen? Ach, guck mal. Wir haben jetzt denselben Tisch. Okay, lauf nicht weg. Halt! Okay, Manin, das ist wundervoll. Ich wusste, du kannst es schaffen. Wenn doch nur meine geliebte Frau noch bei uns wäre, um diesen Tag zu erleben, wo wir gerade davon sprechen. Ich muss schon sagen, so eine Ballonfahrt wäre sicher eine unglaubliche Art, mit einem besonderen jemand etwas Zeit zu verbringen. Es wäre zumindest eine Überlegung wert. Ich kann dir gerade gar nicht genug für all deine harte Arbeit danken, obwohl ich zumindest etwas Kleines als Zeichen meiner Wertschätzung für dich habe. Mein Plan für Portias ökonomischen Aufschwung ist in vollem Gange. Ich bin gerade so aufgekratzt wie ein kleines Kind. Wir fangen gerade erst an. So viel Arbeit ist noch zu tun. Oha, oha, oha. Wie gesehen, da ist ordentlich was in unsere Tasche geplumpst. Und das bringt uns ein ganzes Stück näher an die Erweiterung unseres Grundstückes. Mein Papa hat in letzter Zeit so gute Laune. Ich denke, das liegt an dem Abschluss von Südblock. Seitdem er Bürgermeister ist, hat er die Vision gehabt, Portia mit Sandfels zu verbinden. Unterhalten.
Bisher konnte ich das Mitglied der fliegenden Schweine noch nicht treffen. Wie ist sie so? Ich habe gehört, sie ist ziemlich hart. Das kann sein. Damit meint sie Mali, ne? Genau, Mali. Die Mali. So, dann latschen wir doch noch mal zu dem nächsten Ausrufezeichen. Hier. Albert, halt! Hey, oh, der ist eilig. Sobald wir die Straße abschließen, ist das Südblock-Projekt offiziell abgeschlossen. Puh, dieses Projekt war das Größte, was wir je unternommen haben. Hoffentlich gewinne ich so etwas... Was? Gewinne ich so etwas mehr Ansehen bei all den Damen der Stadt? Sonja. Was ist los, Albert? Ich denke darüber nach, mich für den Rest meines Lebens mit Sonja niederzulassen. Warum mit Sonja? Ich dachte, du liebst Ginger, Phyllis und alle Frauen in dieser Stadt gleichermaßen. Ich liebe sie auch, auf unterschiedliche Weise, aber Sonja hat etwas Unwiderstehliches. Du und Sonja wärt ein perfektes Paar. Du hast recht, ich liebe sie wirklich, aber woher weiß ich sicher, dass sie das Mädchen meiner Träume ist? Denke eine Zeit lang darüber nach, du bist noch jung. Du hast recht, ich weiß, was ich tun werde. Das war schnell, was meinst du? Du und ich werden den perfekten Heiratsantrag für Sonja entwerfen. Ich habe eine Skizze eines Saphirrings, den du für sie herstellen könntest. Bring mir den Ring, wenn er fertig ist. Ich denke, wir sollten herausfinden, was Sonja mag. Du hast recht, ich zähle auf dich. Ja, nützt ja nichts, wenn ich da so einen mega Klunker baue und dann findet die das richtig Banane. Ist ja... So kommt. Wir finden das jetzt mal raus. Zack, alle Pläne dahingeschmissen. Wir müssen Sachen bauen und was machen wir? Wir kümmern uns um Alberts Belange. Natürlich. Hey, Germanen! Wie stellst du dir deinen perfekten Ehering vor? Oh, er muss perfekt sein. Hast du den Ehering vom mysteriösen Mann gesehen? Genau so einen will ich. Der Ring, den Albert vorgeschlagen hat, sieht nicht so aus. Warum fragst du? Nur so. Okay, das war eindeutig. Aber... auch irgendwie ein bisschen stumpf, dass man jemanden einfach so fragt, was die jetzt wohl so denkt. Sollten wir Albert jetzt darüber informieren? Stand da jetzt irgendwie nichts? Irgendwie nicht. Hatte sie nicht auch noch irgendwas hier, Alice? Habe ich wahrscheinlich schon wieder verpasst, ne? Oh, ich Hoshi. Okay, Töfte-Faltestelle, Plateau... Da gibt es gerade nichts zu tun. Dann gehen wir jetzt nach Hause und gucken, ob wir ja den Bus weitermachen können. Das ist mein Plan. Der Bus. Ja, der Bus, ja, der Bus. Hallo, Pinky. Miau. Hallo, es ist Frühling. Wir müssen reden. Mali ist also ein fliegendes Schwein. Über die habe ich eine Menge gehört. Unverwundbare Kämpfer sollen die sein. Möglich. Jetzt habe ich diese Kack-Leder-Aufgabe angenommen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Leder. Nervt mich gerade ein bisschen. So vorschnell geklickt. Mal wieder. Guck mal, da geht's doch weiter. Brauchen wir überhaupt noch welche? Ich bin gerade irritiert. Wir haben doch schon drei. Ach so, wir brauchen sechs. Ah, okay, das ist schlau. Das rechnet hier mit, wie viele wir schon haben und wie viele wir dann noch brauchen. Ach, was bin ich glücklich. So, hier brauchen wir jetzt noch drei. So, dann bauen wir die ein. Und jetzt fehlen die Hüllen. Die haben wir aber auch. Und jetzt, was fehlt uns denn noch? Verbesserter Motor. Oh, arsch mich nicht. Ich hab den doch nicht. Ich habe doch schon, ich meine, ich habe doch schon mal mit euch gesucht. Ich habe sie doch.
Ich habe nichts gesagt. Das ist ja schon gut. Ich schäme mich. Ich bin ja schon ruhig. Ja! Geil! Bus fertig. So. Weg damit. Und jetzt. Aufzug. Zack, die Bohne. Dafür brauchen wir das. Oh. Oh. Ach so. Ah, die baue ich deswegen schon. Genau. Ah, wir sind schon voll gut in der Zeit. Leute, mega. Mega, mega. Aufzugsteuerung, Hartholz. Ich muss hier nochmal gucken. Haben wir Hartholz, Eisenholzstiele, Holzsäule, Flaschenzug. Flaschenzug. Wo ist der Flaschenzug? Flaschenzug, Flaschenzug. Hup, 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 hup. Flaschenzug, Flaschenzug. Macht hup, hup, hup. Oh Gott. Was ist denn heute los? Was ist heute los? Ist euer Kopf auch manchmal so? Bitte sagt, dass euer Kopf auch manchmal so ist. Ich sehe ihn noch nicht. Flaschenzug, Flaschenzug. Ich hätte gern einen Flaschenzug. Wahrscheinlich schon fünfmal dran vorbei und ich habe ihn nicht gesehen. Und hier habe ich es auch nicht, ne? Das gehört ja wohl nicht. So ein Skandal. Wo ist denn mein Flaschenzug? Da. Oh. Nimm wir den so lange, ne? Nimm wir den. Hätte ich natürlich auch mal gucken können, wo die Eisenholzdielen sind. Eisenholz. Eisenholz. Was war denn da gerade los? Mein Spiel hat sich gerade verabschiedet. Bild war weg. Jetzt wieder da. Hallo. Hallo erstmal. In Kanada. Was? Ah, da sind sie. Eisenholzdielen. Was war das noch? Oh, mein Gehirn ist gerade nicht speicherfähig. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin momentan absolut in der Klausurenphase. Und ehrlich, ich kaum noch was auf die Schippe. Kennt ihr Bulimie lernen? Alles nur reinhauen ins Gehirn. Während der Klausur auskotzen und danach ist es weg. Eigentlich echt kacke. Man sollte schon nachhaltiger lernen. Aber anders ist das gerade nicht möglich, weil wirklich eine Klausur nach der anderen gerade kommt. Ja, und deswegen komme ich hier halt tatsächlich auch mit euch so ein bisschen in die Bredouille. Nochmal 20 Hartholzdielen. Achso, nee, das waren die. Dass ich es kaum schaffe, mit den Aufnahmen hinterherzukommen. Also wirklich, sollte da was ausfallen. Verzeiht es mir. Es hat wichtige Gründe, wirklich. Ich muss wirklich lernen. Und wenn ich jetzt mal dazu komme, aufzunehmen, ist es wirklich mal so nur so eine kurze Entspannungsphase. Weil alles andere ist gerade nicht machbar. So, wir haben Seile. Und wir müssen Pappeln kriegen. Dann gehen wir jetzt mal. Da hinten gleich Richtung Wüste, weil da bekommen wir die. Hartholzstiel, da müssen wir doch mittlerweile schon mehr von haben. Oh, das schaffen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir kippen schon gleich um. Wir kippen gleich schon um. Wahrscheinlich, wenn wir da angekommen sind, da. Jetzt haben wir insgesamt 40. Perfekt. Können wir die auch schon mal einsetzen. So, und dann war es nur noch die Carbonstahlbarren und die Holzsäulen. Carbonstahlbarren. Ah, okay. Die brauchen natürlich erstmal eine Weile. Haben wir erst 13. Jetzt doch viele verschwendet, ne? Na gut. Ach komm, 19 Uhr, das schaffen wir noch locker. Wir laufen Richtung Wüste und da hinten holen wir uns das Pappelholz weg. Wo will der Mint denn hin?
Ach, das waren die Pappeln hier, ne? Oh, ich kann mir das nicht merken. Baum ist Baum. Ach ja, wenn es doch immer so einfach wäre. Ja, bin ich aber gespannt, wann die Dana mit ihren neuen Neuigkeiten kommt. Wahrscheinlich halt ist das in Abhängigkeit mit diesen, mit der Langstreckenquest oder so. Mit der. Erst denken, dann reden. Mit der Langstreckenbus-Quest. Ich vermute, wenn der fertig ist, dass Dana dann auch ihre Mine eröffnet. Weil dann haben die Leute natürlich auch bessere Chancen, hierher zu kommen. Also es ist nur so eine Idee, ob das so ist. Lassen wir uns überraschen. Und dann auch der Aufzug. Das heißt nochmal das ganze neue Gebiet. Aber das wird so aufregend. Ich freue mich schon voll darauf. Oh, guck mal, wir könnten hier nochmal ein bisschen Chili mitnehmen. Sehr cool. Ah, wir können ja auch neue Sachen jetzt pflanzen. Weil wegen ist ja Frühling. Ach, es gibt viel zu tun. Neues Jahr, neue Aufgaben. Juhu. Und ich muss echt sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so ein ganzes Jahr hier durchziehe. Habe ich nicht gedacht. Am Anfang so wirklich. Und jetzt bin ich immer noch mittendrin. Und es fühlt sich immer noch so toll an. I love it. Und es ist halt ja auch was Besonderes, weil es einfach wirklich für mich das erste Let's Play für diesen Kanal hier ist. Es ist so. Es ist und bleibt dafür. Also es wird immer was Besonderes bleiben. Alleine schon aus diesem Grund. Kann ich eigentlich diese Felsen hier auch? Nee. Auch nicht die kleinen? Ah doch, die kleinen davon gehen. Mal gucken, was die bringen. Habe ich das schon mal gemacht? Ah, Sulfat. Genau, doch. Das habe ich schon mal gemacht. So, wir ackern hier jetzt wieder bis zum Umfallen. Und dann gucken wir mal, ob morgen vielleicht sogar schon die Dana kommt. Ich weiß gar nicht, wo muss ich den Bus eigentlich hinbringen? Ah, genau. Schon fast gedacht. Nicht zur Handelsgilde? Hm, okay, gucken wir morgen. Ich glaube, hier finde ich nicht mehr so viele Papeln. Da hinten links noch eine. Da sind die Palmen. Aber hier müsste ja auch... Hier müsste ja auch... Irgendwo dieser Gegner sein, vor dem ihr mich mal gewarnt habt. Ich war wohl schon ein, zwei Mal fast dran. Und bin dann aber abgedreht. Oder vorher umgekippt. Oh, da sind auch noch so verdächtige Steine. Oh ja, guck mal, jetzt wird es wieder spät. Aber vielleicht kippen wir ja kurz vor dem besagten Gegner um. Ich glaube, ein Walross oder so, habt ihr gesagt. Schneckt mal Level 30. Ja, nein, tschüss. Ich meine nur, dass ich letztes Mal von der anderen Seite gekommen bin.
Und dann hieß es nur, oh, schade, wärst du noch ein Stück weitergegangen, hättest du es gesehen. Wir gehen ein Stück weiter und wie wir sehen, sehen wir nichts. Außer ein paar garstige Krabben. Schlimmkrabben. Und gute Nacht!